Und herzlich willkommen zu Folge 105. Ja, beim letzten Mal haben wir obendrauf die Solarpanels gesetzt. Ich habe hier natürlich die Generatoren hier verbraucht. Habe hier gerade nur eben ein bisschen nur reingeschmissen, mein Electric Jetpack aufgeladen. Denn ich habe ja in meiner Testwelt ausprobiert, wie funktioniert das mit den Ender-Tanks hier, diese Ender-Pumpe. Es funktioniert. Dafür brauche ich aber erstmal Strom. Sprich, ich muss erstmal Strom irgendwie aufladen. Deswegen habe ich die hier gerade angeschlossen und den lassen wir erstmal pumpen. Und den Rest Mist brauchen wir gerade nicht. Das heißt, wir können hier den Liquid Transposer, die können wir eigentlich wegtun und die normalen Pumpen können wir eigentlich alles wegpacken. Ich würde das aber gerne noch behalten. Ich würde die nämlich durchaus später für, ja weiß ich nicht, für, hier sag mal schnell, wenn ich Öl abpumpe oder so, dass ich die irgendwo hinstelle, das ist glaube ich ein bisschen tacken einfacher. Dann habe ich die noch hier, die Engines hergebaut. Nicht nebenbei laufen wollten lasse, aber in der Zeit, wo das dann pumpt, wollte ich hier Strom dran zapfen für den Induction Smelter. Der Induction Smelter, da können wir Handglas mitmachen und das werden wir jetzt auch mal eben tun. Sprich hier Handglas eben auffüllen, das brauchen wir gerade nicht, da pumpen wir gerade hier da rein. Config von oben braucht man eigentlich gar nichts, wir lassen das mal so. So. Ach, geh, meine Uhr, die haut auch immer wieder ab, die blöde Uhr, die. So. Dann habe ich hier wieder ein bisschen Sachen reingeschmissen, die wollte ich jetzt da unten rein pfeffern, hier. Aber das kommen wir gleich zu. Ich wollte jetzt erst so ein bisschen vorbereiten, was ich gleich für die ganze Sache in der Hölle braucht. Ich kann hier wieder ein bisschen Stein mitnehmen. Die Zellen, die hier behalte ich auf jeden Fall, die fülle ich schon mal mit Lava auf. Dann brauche ich Endertanks. Endertanks, oh, Endertanks. Habe ich denn noch Kupfer da? Ja, Kupfer habe ich noch gut viel. Das reicht. Endertanks, da brauche ich hier diese Dinger, ne? Kessel, Wolle, 4 Ruten. Das heißt, wir brauchen 8 Ruten. 8 Stück. 8 davon. Und das waren jetzt 4 oder 2? 2, okay. Kommen wir auch noch hin. Oh ja. 1, 2, 1, 2. Haben wir. Dann brauchen wir Kessel und Wolle. Wolle will ich hoffen, dass ich hier noch irgendwelche rumfliegen habe. Jetzt muss ich wieder die Schafe scheren. Nee. Nö. Nee. Ich wollte erstmal ein bisschen Material hier verbrauchen, dass ich hier noch so in den Kisten rumfliegen. Aber ich glaube, Wolle ist immer so Mangelware gewesen. Ja, ist sogar Mangelware. Da muss ich mal gucken. Habe ich hier noch eine Schere hier drin? Jop, eine Schere haben wir noch. So. Schnibbidi, schnipp, schnipp, schnipp. Dankeschön. Andere Schaf auch. Und dann brauche ich. Ja, ich brauche ja nur. 2 Wolle. Dann brauche ich gleich noch Kessel, aber dann muss ich erstmal das hier wegpacken. Ich habe auch so viel Müll im Inventar, also das ist jetzt. Das sowieso aussortiert, wenn wir gleich in die Hölle rausgehen. Ich habe nämlich Angst, dass meine ganzen Materialien alle wieder verloren gehen. So, wie weit seid ihr beim Induction Smelter? Handglas, ja. Das können wir auch schon mal nehmen. So, dann brauchen wir noch den Medium Stone. Habe ich den denn hingeworfen? Oder ist er auch hier drin? Könnte nämlich sein. Ja, die brauchen wir nicht. Da können wir den Medium Stone reinpacken. Ach ja, was können wir denn da noch einpacken? Eigentlich gar nichts. Also lassen wir erstmal so. Minium Stone. Dann brauchen wir 2 Enderperlen. So. Dankeschön. Und dann kann der nämlich auch wieder weg. Den müssen wir ab und zu mal in den Turtle reinpacken, damit wir den sozusagen aufladen können. Der ist ja dann unendlich im Turtle drinne. Und dann haben wir wieder einen Minium Stone. Da brauchen wir nicht so tausende craften. Das wäre ja Schwachsinn. Jetzt brauchen wir noch Kessel. Haben wir gestern in der Mitte unten die Enderperlen. Jetzt war hier glaube ich jeweils in der Ecke, genau. Die Lohnenruten, links, rechts, 2 Obsidian und schwarze Wolle. So. Dann haben wir nämlich die Endertanks auch schwarz gesetzt. Jetzt können wir hier noch ein paar. Ja, das ist Glas, ich brauche Handglas. Genau, da brauchen wir noch welche davon. 16 Stück sollten das haben. Ne, machen wir gleich 20. So. Das reicht, glaube ich. Dann können wir den Endertank, den einen schon mal unten hinsetzen.
Der würde uns nicht stören, denn haben wir dann schon mal das schon mal weggesetzt. So. Jetzt bin ich nämlich gerade überlegen. Biomasse. Bioethanol. Öl, Benzin. Dann habe ich hier noch einen freien Tank. Dann hätte ich hier Lava. Der freie Tank. Wäre Honig, glaube ich, ne? Oder irgendeinen anderen Treibstoff, wo wir mitarbeiten können. Dann setze ich den mal hier hin. Genau. Nehmen wir hier die Liquid Pipes. Machen wir 3 Stück dran. In der Tankung drauf. So, wie rum muss der jetzt? So kommt das ja rein. Dann muss das ja so raus, ne? Will ich mal hoffen, dass das jetzt so richtig ist. Dann lassen wir das da oben laufen. Dann können wir nämlich das Ding mitnehmen. Und ich habe, glaube ich, noch. Habe ich hier noch, ja, haben wir noch ein paar Lavazellen, damit wir gleich diese mit Medic Engines in der Hölle aufstellen können mit. Dann kann das hier nämlich laufen. Ach, das ist schon fertig, gut. Dann, füll du dich mal eben auf. Füll du dich auf und dann würde ich sagen, holen wir gleich den zweiten auch hoch. Dann tun wir die eine, die jetzt ein bisschen aufgeladen ist, mit in die Hölle rein nehmen und die laden wir jetzt einfach so nebenbei noch ein bisschen auf. Wie viel hast du da noch drin? Achso, du hast da noch was. Aber ich hatte keinen Strom mehr, genau. Das war das. Das Problem. Ich glaube, unser Kart ist auch stehen geblieben, wie ich das kenne. Ja, das ist stehen geblieben. Das ist aber auch mittlerweile fast voll. Da müssen wir auch uns was überlegen, weil dass wir das hier wegpumpen oder beziehungsweise eine Bahnlinie anschließen, wo wir das rausnehmen. Ja, da ist massig überfüllt. Den lasse ich jetzt erstmal eine Runde stehen. Das ist kein Problem. Da können wir das später mal abzapfen. Das müssen wir irgendwie in ein System reinbringen. Aber dafür brauchen wir erstmal ganz viel Energie. Und da würde ich die Lava erstmal aus der Hölle rauspumpen. So, wir brauchen ja noch mehr. Fällt mir ein. Wir brauchen noch mehr. Und zwar brauchen für die Pumpe brauchen wir 2 Eimer, eine Eisenachse und einen Diamanten. Und ein Enderauge, okay. Das kriegen wir ja alles hin. Brauchen wir das hier wieder? Dann brauchen wir diese Zellen, die können wir da oben reinpfeffern. Die ist. Also die wollte ich wechseln, genau. Die wollte ich wechseln. Oh, nein, 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 das nicht. Shit. Ah, ist jetzt auch egal. Jetzt habe ich ihn abgebaut. Ich wollte den ja hier wechseln. Den mit dem dran. Und den dann hier weg. Dankeschön. Ist ein bisschen aufgeladen. Ist nicht viel, aber Hauptsache ist was drinne. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Whetstone brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Kupfer, wir brauchen kein Glas, richtig? Nein. Brauche ich höchstens Eisen oder sowas. Ja, Eisen haben wir noch. Nochmal 2 Eimer. Dankeschön. Habe ich noch Sticks? Kleine Sticks. Jetzt suche ich noch gerade welche, bevor ich irgendwie wieder was anfange. Ne, habe ich aber auch nicht mehr. Dann brauchen wir noch ein paar Sticks. Zack. Jetzt brauche ich aber Eisen dennoch. Einmal für ein Enderauge. 1, 2, 3, 4. Ein Diamanten. 30 Diamanten hier. Wie viel hatte ich da angesammelt? 22. Wow. Das ist krass. Das ist jetzt nur von den ganzen Turtles, die ich gefunden habe. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. So. Und dann brauchen wir jetzt das hier. Da brauchen wir nur eins von. Andere kann hier neben reingeschmissen werden. Das wird sowieso, die Lohndinger und so werden sowieso da ein System reingepfeffert. Manche Sachen kommen auch von da oben weg, alles. Dass sie im System landen. So, Minium Stone, Eisen. Also jetzt habe ich ihn falsch eingesetzt. Und so, ne? Genau, Enderauge. Jetzt brauchen wir einen Lava und einen Wassereimer. Das sollte ja kein Problem sein. Wasser. So, wo bekomme ich jetzt Lava her? Ich glaube irgendwo hier unten. Könnte möglich sein, dass wir irgendwo Lava finden. Ja, komm. Such Lava, Lava, Lava. Hier, warte mal. Hier ist doch die Quelle. Jetpack an. Heidi ho. Oh. Ah, Wasser, 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 Wasser. Schnell. Nein, nein, nein. Okay. So, dann gehen wir hier weg. Noch ein paar Fackeln hier hin. Dann haben
Haben wir Wassereimer, Lavaeimer. Und dann können wir nämlich diese Enderpumpe bauen. Dann bekommen wir zumindest Lava aus der Hölle raus. Das ist mir der geile Vorteil dabei. Uns fehlt, glaube ich, nichts, ne? Nee, eigentlich nicht. Doch, Obsidian. War, glaube ich, auch noch dabei. Na, komm her. Die bauen wir noch zu Ende und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Folge Schluss und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann bauen wir eben noch fix zu Ende. So. Das ist, glaube ich, auch furzig, egal, wo wir das hinsetzen. Hauptsache die anderen Sachen passen. Ja. Und da haben wir die Enderpumpe. Jep. Geile Sache. Ach, die Eimer bekommen wir wieder? Gut. Wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, das bleibt jetzt so. Ist aber auch nicht schlimm. Weil die Enderpumpe hat so einen Vorteil. Die macht Cobblestones an die Position, wo Lava fehlt. Und das heißt, wir haben nachher auch eine glatte Oberfläche und können auf dieser Oberfläche auch bauen. Abwehren nach Steinbock, ja. Scheint gut zu sein. Gut. Die haben wir gebaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und LP und tschüssen.